sitzen wir im Traum der Träume. Es ist für jeden, der in so einem Theater sein darf. Es ist ja nicht nur, dass diese Theater wunderbar klingen und dass sie wunderbar aussehen. Es ist dieses Lebensgefühl in diesen Theatern. Du kommst hier rein, es riecht wie in einem wunderbaren Theater. Das gehört dazu, dieser Geruch von Bühne, von allem, was da ist. Und dann siehst du diesen Traum da, das ist schon herrlich hier. Ferdinande Laurentia Pauline Garcia wurde den 18. Juli 1821 zu Paris geboren. Ihr Vater war Emmanuel Garcia, der weltberühmte Gesangslehrer. Der Garcia, der muss eine Wahnsinnspersönlichkeit gewesen sein. Bis heute ist seine Gesangsschule stilbildend. Also ich habe mir sagen lassen, dass kein Gesangslehrer, Studenten vielleicht weniger, aber Gesangslehrer drumherum kommt, dieses musst du studiert haben. Die Eltern sind ja meistens schlechte Lehrer ihrer eigenen Kinder. Also auch berühmte Lehrer sind für ihre eigenen Kinder meistens schlechte Lehrer. Dass er diese beiden Töchter mit einer zum Teil scheinbar drakonischen Härte für diesen Beruf erzogen hat. Und das ist eine tolle Leistung von dem alten Garcia gewesen. 1829, wieder in Paris angekommen, erhielt Pauline Unterricht auf dem Pianoforte, mit welchem Instrumente sie sich 3 Jahre ununterbrochen beschäftigte. Sie machte so reißende Fortschritte, dass man sie für eine Pianistin ersten Ranges erklären musste. Liszt, welcher sie hörte, riet ihr, sich ganz dem Piano zu widmen. Allein Rücksichten auf ihre Gesundheit zwangen sie, davon abzustehen. Und nun begann sie mit allem Ernste das Gesangsstudium, wobei sie für sich selbst viele Vokalisen schrieb. Nachdem die Sängerin in Belgien sich mehrmals öffentlich hatte hören lassen, trat sie mit ihrer Mutter und ihrem Schwager eine Reise durch Deutschland an und fand überall glänzenden Beifall, vorzüglich in Berlin, Dresden und Leipzig. Der Erfolg war ganz außerordentlich. Ihr Ruhm wuchs von Tage zu Tage. Und sie war die Sonne der musikalischen Salons. Es ist eine Künstlerpersönlichkeit, die es heute leider Gottes immer weniger gibt. Diese allgemeine musikalische Bildung, die jetzt ich als Musiker bei ihr so sehr bewundere, eine phänomenale Pianistin. Also wenn Liszt sagt, sie soll Pianistin werden, dann ist da was dahinter. Und gleichzeitig halt eine gottbegnadete Sängerin. Sie muss ja so berühmt gewesen sein wie halt vielleicht Mali Brahn als ihre Schwester und Jenny Lind in Berlin halt hauptsächlich. Diese grandiose Art zu singen, wie es damals scheinbar war, wir haben ja nichts von ihr, keine Platten und gar nichts. Aber mir hat seinerzeit vor vielen Jahren Marianna Lipovšek, diese große Mezzosopranistin, gesagt, wenn sie eine von diesen großen alten Sängerinnen hätte hören wollen, dann wäre es Pauline Viardot gewesen, die ja einen Riesenumfang hatte. Ich glaube, von ganz tief bis ganz hoch konnte sie einfach alles singen. Und gleichzeitig diese hohe musikalische Intelligenz. Sie hat verstanden, was sie singt, weil sie Komponistin war. Sie konnte sich selbst begleiten. Und dann muss sie eine gottbegnadete Lehrerin gewesen sein. Denn was sie hier in Baden-Baden allein ausgebildet hat, das hat dann später eine Riesenkarriere gemacht. Von Paris verlegte sie 1863 ihr Heimatwesen nach Baden-Baden, dem Lieblingsaufenthalt der dort aus allen Landen zusammenströmenden Künstler, deren Mittelpunkt sie bald bildete. Im lauschigen Tal der Oos, wo sich die elegante Welt Europas ein Rendezvous gab, wo sich ganz Paris, das Frivole wie das Intelligente, das Soziale wie das Künstlerische zusammenfand, musste auch die Musik, die zur Unterhaltung geboten wurde, international sein. Berlioz, Gounod, Thomas, Saint-Saëns, Offenbach, die ihre Opern aufführten
Rubinstein, Clara Schumann, Brahms, Josef und Amalie Joachim, Stockhausen, Bülow, Vuitton sorgen für Reichtum und Mannigfaltigkeit der Genüsse. Diese Spannung in dieser Stadt, die ist auf der einen Seite die Hochkultur und das enorm gepflegte Leben hier, was man ja überall sieht und auch wahnsinnig genießt. Das ist ja ein Traum. Und gleichzeitig das, was man eher aus Geschichten kennt, was dann hier so los war, auch unter dieser Decke. Das ist schon eine ganz faszinierende Stadt. Klein ist sie vielleicht in der Ausdehnung, aber groß in der Wirkung nach außen. Durch die ganze Länge jenes vorderen Gartens, von der Villa getrennt, erhob sich die große Musikhalle. Ein eleganter Fachwerkbau in Basilikaform mit zierlicher Fassade. Die weite Halle füllte sich mit jener glänzenden Gesellschaft, in der kaum einer der in Baden-Baden anwesenden Träger eines berühmten Namens, kaum eine der hier lebenden, hervorragendsten männlichen und weiblichen Persönlichkeiten fehlte. Und die Pauline hat uns ja diese zauberhaften Kompositionen hinterlassen, die ja operettenartig hier immer in Baden-Baden aufgeführt wurden, in ihrem Theater, welches sie am Haus angebaut hatte. Und halt diese vielen zauberhaften Stückchen, es gibt ja stapelweise, eins ist süßer als die anderen.